Hey, ihr verrückten Falter, während ihr jetzt vielleicht auf das Zwergenvideo wartet, kommt heute ein kurzes anderes Video, weil ich für das Zwergenvideo noch etwas länger brauche. Ich habe zwar die Grundform jetzt soweit fertig gefaltet und kann jetzt demnächst anfangen, das Video zu machen, aber das wird halt noch ein bisschen dauern. Und von daher gibt es heute die Anleitung zu meinem fröhlichen Blumenstern. Ja, der ist ganz einfach und den zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür einen Papierstreifen mit dem Verhältnis 1 zu 18. Das heißt, der Papierstreifen ist ein Teil breit und 18 Teile lang. In meinem Fall ist das Papier 4 cm breit und entsprechend 72 cm lang. Ansonsten braucht ihr noch eine Schere. Und keine Angst, die wird nicht dafür verwendet, um irgendwelche Bildchen reinzuschneiden, sondern nur, um die Enden am Ende wegzuschneiden, weil das leichter ist, als am Anfang genau das exakt richtige Maß zu haben. Gut, dann lass uns anfangen. Als erstes faltet ihr den Streifen nicht ganz zur Hälfte, sondern ihr lasst ungefähr einen Teil übrig. Das muss nicht ganz genau sein, ungefähr geschätzt. Und faltet ihn dann dort durch. Dann faltet ihr das Ganze wieder auf und faltet die beiden oberen Kanten zur Mittellinie. Also zu dem Knick, den ihr eben gemacht habt. Mitte ist es ja nicht. Ihr könnt dazwischen so einen ganz dünnen Streifen Luft lassen. Dann lässt sich das besser zusammenfalten. Allerdings wirklich nur minimal. Dann klappt ihr die beiden Hälften übereinander. Ihr faltet diese Kante an diese Kante. Und ihr könnt dazwischen wieder so einen ganz kleinen minimalen Streifen freilassen. Und klappt das Ganze dann nach oben. Auf der anderen Seite macht ihr das genauso. Ich drehe das einmal um. Ihr faltet diese Kante an die Kante. Und klappt das Ganze wieder hier drauf. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Ihr faltet wieder die Kante an diese. Immer Teilfalten. Das wieder zusammen. Andere Seite. Am Ende angekommen, wenn ihr alles weg habt. Habt ihr zwei Streifen übrig, zwei halbe. Gut, diese Reste schneidet ihr jetzt ab. So, jetzt habt ihr hier so ein Fächerteil. Jetzt habt ihr, könnt ihr hier dieses Dreieck so nach rechts aufklappen und ihr zieht jetzt die oberste Lage zur Seite. Und zwar so, dass die Mittelfuge hier, diese die Mittelfalte
rechtwinklig zu der Kante hier ist und drückt die flach. So, das hier schön ordentlich nachknicken. Dann nehmt ihr die nächste Ecke hier oben, zieht das wieder rüber und faltet diese Spitze auf die Spitze darunter, sodass ihr die nächste Zacke bekommt. Das wiederholt ihr jetzt, bis ihr einmal rum seid. Also von oben einmal geguckt, kommt das so rumgezogen. Bei den letzten möchte das am besten aus dem Weg drücken. So, wenn ihr das soweit habt, drückt ihr diese rechte Seite unter die linke drunter. So. Und jetzt jetzt klappt die hier von der, jetzt zieht das so ein bisschen auseinander, und von diesem rechten Dreieck, da könnt ihr die Lage nach hinten hochklappen. Dann könnt ihr das über diese linke Lage drüber schieben und wieder runterklappen. Ihr könnt das natürlich auch einfach hier in die Tasche reinschieben, allerdings geht es mit dem Klappen leichter. So. So, wenn ihr soweit seid, dreht ihr den Stern einmal um und habt hier ganz viele Zacken. Hier habt ihr diese zusammengefügte Stelle, da könnt ihr zusehen, dass das möglichst gut zusammen ist. Und dann fangt ihr an und faltet eine von diesen Außenkanten hier. Ihr fangt am besten hier an diesem zusammengesteckten Teil an und faltet die Außenkante hier zu der anderen Kante. So. Die faltet ihr dort so rein, bis hier so rein. Guckt, dass diese beiden Kanten hier zusammenliegen. Und klappt das Ganze so zusammen. Dann habt ihr hier so ein kleines Dreieck. Und hier oben einen weiteren Teil darüber. So. Dann dreht ihr das wieder um. Und geht hier zu dem nächsten und wiederholt das Ganze. Ihr faltet die Außenkante hier an diese Kante. Seht zu, dass diese beiden Kanten hier übereinander liegen. Und faltet das Ganze wieder flach. Nächstes Teil. Also diese
wenn ich hier nochmal das anzeichne, die Talfalte. Geht bis zu diesem Punkt hier, wo diese andere Kante ist. Und und dann kommt hier drüber auch eine Talfalte. So, wenn ihr dann einmal rum seid, könnt ihr das Ganze noch ein bisschen flach drücken. Und wenn ihr das umdreht, sieht das Ganze so aus. Hier ist das nicht sehr ordentlich. So. So sollte das Ganze aussehen. Und dann faltet ihr jeweils hier eine kleine Ecke nach hinten um. So, und dann könnt ihr noch, ihr seht das hier, hier sind das sind ja so Kurven. Dafür drückt ihr das hier so ein bisschen auf und macht so leichte Kurven. Wenn ihr den ganzen Stern nass faltet, wird das natürlich automatisch mehr kurvig. Aber es geht auch tragen. So. Er sieht schon wieder ein bisschen anders aus als der vorige. Das ist bei mir meistens so. So, dann könnt ihr noch diese Ecken hier so ein bisschen hochwölben. Und dann seid ihr fertig. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Viel Spaß beim Falten. Und wir sehen uns wahrscheinlich in dem Zwergenvideo. Bis dann!